Wenn wir uns jetzt in weiterer Folge mit islamischem Antisemitismus beschäftigen, dann möchte ich gleich, bevor wir uns inhaltlich damit beschäftigen, kurz mit einem Punkt auseinandersetzen, der in diesen Diskussionen darum immer wieder auftaucht. Und das ist die Frage oder der Einwand, der oft formuliert wird, der lautet, aber Araber können doch gar keine Antisemiten sein, weil sie selbst Semiten sind. Ein prominentes Beispiel aus berufenem Munde: im Jahr 2003 wurde im Libanon eine 29-teilige Fernsehserie mit dem Titel Diaspora ausgestrahlt, in der die jüdischen Weltherrschaftspläne sozusagen fernsehgerecht enthüllt wurden. Für die faktische Richtigkeit der darin verbreiteten antisemitischen Verschwörungstheorie garantierte ein syrischer Historiker, der in seinen erläuternden Statements dazu zur Schlacht gegen den Zionismus aufgerufen hat, in der es, Zitat, nicht um das Schicksal der Araber und Muslime, sondern um das Schicksal der ganzen Menschheit gehe. Aber selbstverständlich, so hat er die Serie verteidigt, sei die Serie nicht antisemitisch und könne auch gar nicht antisemitisch sein, weil, Zitat, jede einzelne Person, die an der Produktion mitgewirkt hat, dem Schnitt und der Ausstrahlung der Serie per Episoden beteiligt war, selber Semit war. Bemerkenswert an diesem Argument ist, Araber könnten doch gar keine Antisemiten sein, dass die Behauptung eine interessante Verkürzung enthält, denn stillschweigend wird der Islam auf der einen Seite mit den Arabern gleichgesetzt. Tatsächlich ist es so, heute gibt es auf der Welt ungefähr 350 Millionen Araber, im Gegensatz dazu aber rund 1,8 Milliarden Muslime. Also Araber stellen, wenn überhaupt, dann heute ungefähr ein Fünftel der Muslime weltweit statt. Indem also die Frage des islamischen Antisemitismus auf arabischen Antisemitismus und auf dieses Semitentum reduziert wird, wird also schon ein Großteil dessen ausgeblendet, was heutzutage den islamischen Antisemitismus weltweit ausmacht. Dass dieser Antisemitismus in der islamischen Welt auch weit über die arabische Welt hinaus ein Problem ist, lässt sich an einigen Beispielen ganz einfach verdeutlichen. Berüchtigt wurde unter anderem die Rede des damaligen indonesischen Premierministers Mahathir Mohamad, der gerade jetzt vor eineinhalb Wochen erneut zum indonesischen Premier gewählt wurde. Der hat am 10. Gipfeltreffen der Organisation für die Organisation der Islamischen Konferenz im Jahr 2003 eben eine Rede gehalten, in der er beklagt hat, dass es nicht sein könne, dass damals noch 1,3 Milliarden Muslime von ein paar Millionen Juden besiegt worden seien. Die Europäer hätten 6 Millionen Juden ermordet, aber heute beherrschen die Juden trotzdem die Welt. Mohammed, erfanden und förderten den Sozialismus, den Kommunismus, die Menschenrechte und die Demokratie, damit es so schien, als sei ihre Verfolgung falsch, damit sie sich gleiche Rechte wie die anderen erfreuen könnten. Damit haben sie die Kontrolle über die meisten mächtigen Länder gewonnen und sie, diese winzige Gemeinschaft, sind eine Weltmacht geworden. Und in einer anderen Konferenz zur Unterstützung des islamischen Jerusalem hat er einige Jahre später erklärt, Zitat, die Juden waren immer ein Problem in europäischen Ländern. Man musste sie in Ghettos einsperren und regelmäßig massakrieren. Aber dennoch überlebten sie, waren erfolgreich und erpressten ganze Regierungen. Selbst nach dem Massaker der Nazis in Deutschland überlebten die Juden und blieben ein Quell von noch größeren Problemen für die Welt. Der Holocaust versagte als Endlösung. Ein indonesischer Premier, der selbst nicht einmal als Islamist großartig bekannt ist, sondern, wenn man so sagen möchte, einen oft als moderaten Mainstream-Islam bezeichneten Islam vertritt. Ein zweites Beispiel sei noch angefügt. Weniger bekannt ist, dass die Attentäter der Anschläge im indischen Mumbai damals, die Tötung der Juden in einem Gästehaus chassidischer Juden als das wichtigste Ziel ihrer Aktion verstanden haben. Während der Vorbereitung auf diese Anschläge wurde das dafür auserkorene Team besonders instruiert. Ihre Aufgabe, nämlich die Tötung von Juden, sei das zentrale Ziel des ganzen Unterfangens, selbst wenn alle anderen Angriffe, also auf Hotels, auf Bahnhöfe und so weiter, scheitern sollten, ihnen müsse die Tötung der Juden gelingen. Das werde, so der Befehlsgeber, das werde den Juden auf der ganzen Welt ein Signal senden. Wenn du einen Juden tötest, so sagt er, ist das mehr wert als das Töten von 50 Menschen. Mit dem Verweis auf Araber, die keine Antisemiten sein könnten, wird also dieser gesamte über die Araber hinausgehende Antisemitismus ausgeblendet, der eben ein weltweites Problem darstellt. Der Hinweis auf den semitischen Charakter der Araber ist aber darüber hinaus gar nicht so sonderlich pfiffig, wie er immer dargebracht wird, weil die Semiten, wissenschaftlich gesprochen, oder wenn man auf den wissenschaftlichen Begriff Semit zurückgeht, überhaupt keine Ethnie darstellen oder schon gar keine Rasse darstellen, sondern semitisch bezeichnet eine Gruppe von Sprachen.
wie es eben die indoeuropäische Sprachgruppe gibt, der eben beispielsweise Deutsch auch angehört, gibt es auch eine semitische Sprachgruppe, eine dieser Sprachgruppe, zu der eben wie Hebräisch und Aramäisch auch die arabische Sprache gehört. Daraus aber irgendwelche inhaltlichen Bestimmungen ableiten zu können, ist völlig abstrus. Der Islamgelehrte Bernard Lewis, der vor eineinhalb Wochen verstorben ist, hat darüber einmal treffend geschrieben, daraus, also wenn man das annimmt, dass Araber keine Antisemiten sein könnten, daraus scheint sich logisch zu ergeben, dass eine in Berlin oder in Buenos Aires herausgegebene deutsche oder spanische Ausgabe von Hitlers Mein Kampf antisemitisch ist, eine arabische Fassung desselben Textes aber, verlegt in Kairo oder Beirut, nicht antisemitisch sein könne, weil das Arabische und das Hebräische verwandte Sprachen sind. Das ist, wie Lewis hinzufügte, kein sonderlich überzeugendes Argument. Wer so argumentiert, muss übrigens auch, und das wissen die meisten nicht, die so argumentieren, der muss übrigens auch behaupten, dass Malteser keine Antisemiten sein können. Denn Maltesisch geht, die Sprache Maltesisch geht tatsächlich auf einen nordafrikanischen umgangssprachlichen arabischen Dialekt zurück, ist also eine semitische Sprache. Wie schon zuvor mit Lewis muss man auch in diesem Fall sagen, sehr plausibel ist das nicht. Außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses, in dem Semit eben sich auf eine Sprachgruppe bezieht, wurde der Begriff Semitismus freilich tatsächlich in einem ethnisch-völkischen Sinne verwendet. Wir befinden uns, wenn wir darauf zurückgehen, sozusagen in der Entstehungszeit des modernen Antisemitismus in Deutschland der 1870er Jahre, in denen der traditionelle Judenhass religiöser Prägung zunehmend einem Hass gewichen ist, der die Juden nicht mehr über die Religion, sondern über deren Abstammung definierte. Der Begriff Semit, schreiben Reinhold Rürup und Thomas Nipperdey in ihrer Analyse der Begriffsgeschichte für Antisemitismus, der Begriff Semit gab dem neuen Begriff des Juden, der durch Abstammung bestimmt war, sprachlichen Ausdruck. Immer häufiger wurde Semit als modisches und halbwissenschaftliches Synonym für Jude verwendet. Dieser neue Wortgebrauch blieb zwar unreflektiert, hatte aber eine ganz spezifische Bedeutung. Und diese Bedeutung kann man auch beispielsweise zeitgenössischen deutschsprachigen Lexika entnehmen. Der Brockhaus definierte beispielsweise Semitismus als, Zitat, Bezeichnung für das ausschließlich vom ethnologischen Standpunkt aus betrachtete Judentum. Also keine religiöse Definition, sondern vom ethnologischen Standpunkt aus betrachtet. In einem anderen Lexikon, zeitgenössischen Lexikon, war zu lesen, Zitat, Semitismus, Bezeichnung für die Gesamtheit der Juden als Volksstamm ohne Rücksicht auf die Religion. Im Laufe der 1870er Jahre wurde der Begriff Semitismus dann immer mehr mit explizit judenfeindlichen Bedeutungen aufgeladen und mit der Ausdruck einer Fundamentalkritik an den Prinzipien und Erscheinungsformen der modernen liberalen Gesellschaft geworden ist. Modernität wurde mit Juden und Judentum identifiziert. Semitismus wurde zum Synonym oder zur Ursache für alle möglichen Phänomene der modernen Welt, für den Kapitalismus, für die Zerstörung traditioneller Familienstrukturen, für die sich entwickelnde bürgerlich-liberale Gesellschaft, für Materialismus und so weiter. 1879 schrieb Wilhelm Marr, Zitat, ich bin überzeugt, dass ich habe ausgesprochen, was Millionen Juden im Stillen denken, dem Semitismus gehört die Weltherrschaft. Genau dieser Wilhelm Marr ist es, dem oftmals die Entwicklung oder die Erfindung des Begriffs Antisemitismus zugeschrieben wird. Für unseren Zusammenhang hier ist es wichtig festzuhalten, dass Semitismus als Begriff nie etwas anderes gemeint hat als Juden und dass Antisemitismus historisch nie etwas anderes bedeutet hat als Judenhass. Das stellte nicht zuletzt jemand klar, der es wissen musste, als der arabische Nazi-Kollaborateur Rashid Ali Al-Kailani irritiert über die Verwendung des Begriffs Antisemitismus in Deutschland, im NS-Deutschland, nachfragte, ob er als Semit denn auch vom antisemitischen Maßnahmen betroffen wäre, antwortete ihm Dr. Walter Groß, der Leiter des rassepolitischen Amtes der NSDAP, schriftlich, dass das nicht der Fall sei, weil der Nationalsozialismus vielmehr ja stets mit der arabischen Sache sympathisiert habe. In diesem Sinne, so Walter Groß, sei Antisemitismus eigentlich ein falscher Terminus, da sich die Bewegung des Nationalsozialismus, schrieb er, ausschließlich gegen Juden richtet und nicht gegen andere Völker, die semitische Sprachen sprechen. Und gleichlautend erklärte Adolf Eichmann in seinem Prozess in Jerusalem, der Begriff des Antisemitismus müsse eigentlich streng genommen durch den Begriff Antijudaismus ersetzt werden, weil Semiten ja eben auch Araber mit einbeziehen.